Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim World 3. Die Class 700 ist immer noch das große Thema hier und ich muss mal gucken, ob wir hier überhaupt schon ein neues Kapitel freigespielt haben. Ich glaube aber fast nicht. Edinburgh, Glasgow? Nee, Southeastern Highspeed wollen wir doch. Da gucken wir mal. Die Zero, die anderen Szenarien, die sind leider hier in diesen Kapiteln versteckt. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachholen. Ich gehe aber jetzt einfach mal dann auf die Strecke, werde die Southeastern Highspeed mal wieder auswählen. Und dann gehen wir dort in das nächste Szenario. Das geht eine Stunde, ein kurzer Abstecher, eine Stunde 20 sogar. Aufgrund von Bauarbeiten in Rochester wird diese Verbindung eingeschränkt und endet in Strut. Frage ich mich, wie man da eine Stunde 20 zusammenbekommen will. Aber lassen wir uns mal überraschen. Weil eine Fahrt auf der ganzen Strecke von der 700 dauert ja nur 44 Minuten. Vielleicht geht es ja hin und zurück, man weiß es nicht. Mal nebenbei immer noch mal wieder hier einen Schluck Trinki-Trinki machen. War noch sehr warm, 36 Grad heute wieder. Ich weiß gar nicht, ob das die Top-Temperatur war. Ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal ein Grad wärmer war heute. So, willkommen in Dartford. Wegen Bauarbeiten in Rochester Junction müssen Sie in Strut wenden, bevor Sie nach Dartford zurückfahren. Also, einmal Lokführers größtes Glück ist Gastfahrt hin und zurück, sagt man immer so schön. Das ist in diesem Fall nicht. Wir müssen selber arbeiten. Dann wollen wir das mal machen. Wir machen das Tageslicht an und dann öffnen wir mal die Schotten. Und dann gucken wir mal, was jetzt hier auf uns zukommt. Ich überprüfe gerade nochmal meinen Zug hier. Licht ist an, das passt. Und ansonsten muss ich ja eigentlich nichts mehr einstellen. Nö, alles da. Also relativ einfaches Fahrzeug tatsächlich. Auch wenn der Sound immer noch sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber das ist nun mal so. Man kann ja nicht alles haben. So, Türen zu. Ah, guck mal da. 465. Die mochte ich auch immer ganz gerne, die 465. Könnte ich auch mal wieder fahren. Ausfahrt steht. Mit 25 oder 20 sogar erst. Aus hier. Muss ich mal hier Vollgas machen. Und dann geht's nach Stone Crossing. Dann schauen wir mal, ob wir von der Baustelle auch ein bisschen was erkennen. Ich muss ja gucken, dass ich einen Thumbnail irgendwo mache. Mal noch mal ein bisschen Gas geben hier. Und dann warten wir, bis wir hinten aus der Weiche raus sind. Und sich dran gewöhnen, dass eine Regionalbahn echt so lang ist. Jetzt sind wir raus. Können wir Gas geben. So, die Class 700 habe ich im Discord schon gesehen. Haben einige von euch haben dann doch zugegriffen. Für 15,99 €. Und bis jetzt habe ich noch nichts Negatives von euch gehört insgesamt. Also scheint euch das DLC bzw. das Fahrzeug ja ganz gut zu gefallen. Ich muss ja im Discord vielleicht auch mal nachfragen, dann kann ich in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr erzählen. Und ja, mir gefällt das Fahrzeug auch ganz gut. Ohne Frage. Ist ein solides Gerät. Kann man mitarbeiten. Haben schon schlimmeres Zeug gehabt. Ich sag nur 187. Da sind wir hier mit der Class 700 dann doch ganz gut bedient. Mal kurz hier den Sound ein bisschen prüfen. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen lauter machen bei dem Fahrzeug, weil das ist sehr, 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 sehr leise im Vergleich zu anderen Geräten, die wir haben. Aus. War Fahrplan sehr großzügig. Gas geben, rollen lassen. 0,8 Meilen und wir haben noch 1,5 Minuten Zeit, also das passt alles. Vorne ist der Bahnsteig auch schon in Sichtweite.
Ja, wir brauchen uns da keinen Stress machen. Fahrzeug bremst, Fahrzeug fährt. Meine Dienst anschließend. Ich muss heute morgen früh nämlich wieder arbeiten. Um 5. Aber bis jetzt habe ich noch gar keine Arbeit. Nennt sich momentan aktives Rumsitzen. Und das seht ihr jetzt nochmal für alle, die im Livestream nicht mit dabei waren. Also das mit dem Bremsen mit dem Fahrzeug ist echt kein Act, keine Schwierigkeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit dem Fahrzeug unbedingt bremsen lernt. Zumindest keine Güterzüge. Na, da kommt schon die nächste. Die 700 doch hier sehr oft unterwegs. Ich bin doch erstaunt, wo sie den Platz auf der Strecke noch hergeholt haben, weil hier war ja vorher schon relativ viel Verkehr. Aber wir sind ja im Szenario, da ist das noch ein bisschen was anderes. Ich bin so eine Eiswürfelmaschine. Green Height vor Blue Water. Ach, wir fahren. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, ja, ich bin total orientierungslos hier wieder unterwegs. Wahnsinn. Sicherungssysteme sollte man anmachen, ne? Bei Gelegenheit. Damit man auch ein bisschen was zu tun hat. Ich denke die ganze Zeit, warum piept's nicht? Ist mir im Livestream auch schon passiert, dass ich es vergessen habe anzumachen. Aber gestern musstet ihr nochmal mit einem Video von Edinburgh Glasgow vorlieb nehmen. Das war ja das Video, was eigentlich am Montag schon als Livestream auf dem Trains in World YouTube-Kanal veröffentlicht werden sollte. Wurde es aber nicht. Das wurde jetzt heute veröffentlicht. Ich habe es jetzt um 18 Uhr dann für euch auch zur Verfügung gestellt. Beziehungsweise wenn ihr dieses Video hier seht, reden wir natürlich von gestern und nicht von heute. Und im Idealfall sollte heute das Video dann bei Trains in World online gewesen sein. Da gab es wohl wieder eine kleine technische Panne. Ist halt ein bisschen merkwürdig, dass es immer passiert, wenn meine Videos online kommen sollen. Aber ein Video von mir kommt noch auf dem Trains in World Kanal. Ich meine, es wäre der Samstag. Ich gucke jetzt aber gleich nochmal nach, wenn ich hier stehe. Wir haben eine Minute Zeit. Beziehungsweise sogar anderthalb mit Wartezeit. Und dann gucke ich mal kurz. Weil die linke Rheinstrecke, die wird auch nochmal auf Trains in World zeigt. Hier ein Video. Das wird dann an einen Tag später natürlich auch hier auf dem Kanal zu sehen sein. Jetzt muss ich nur kurz mal raussuchen. Ich hatte hier einen Sendeplan bekommen. Und zwar ist das am Donnerstag. Oh ja, passend. Heute ist Dienstag, Mittwoch. Ach, Mittwoch. Ja, genau. Wunderbar. Passt. Dann passend zu dem nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Weil ich habe ja gesagt, am Donnerstag holen wir den Glossopline Livestream mal nach, dass wir da auch mal einen Tag lang nur mit der Strecke verbracht haben. Warte mal, ob das alles passt, was ich hier erzähle. Donnerstag, 17.16 Uhr. Ja, genau. Genau, das machen wir am Donnerstag. Oh, ich habe morgen Arbeit bekommen. So komme ich aber nicht arbeiten. Ich glaube, ich muss hier gleich nach dem Livestream mal schon mal anfangen, das erste Palaver zu machen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Das ist meins.
Machen wir die Tour hier erstmal zu Ende. So, Swanscombe, oder Swanscombe ist der nächste Halt. War auch schon wieder rollen lassen. Also Fahrplan wirklich sehr, sehr großzügig, aber nicht nur im Szenario, auch in Fahrplanfahrten ist das sehr, sehr großzügig alles gestaltet hier. Da braucht ihr euch echt keinen Stress machen. So, jetzt auf einmal um 3 statt um 5 zum Dienst kommen, die haben sie doch nicht mal alle. Oh, ein bisschen weit gekommen, aber wir stehen noch am Bahnhof. Das passt soweit. Bremsen schon mal lösen. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Class 700 haltet, ob ihr sie gekauft habt oder nicht. Sehr coole. Also ich finde es ein sehr cooles Fahrzeug. Da lohnt sich das auch 15,99 auf jeden Fall. Weil neues Fahrzeug haben wir natürlich, ist ja auf anderen Strecken dann unter Umständen auch einsetzbar, zumindest mal im Szenarienmodus. Und 7 Szenarien dabei. Das ist schon eine Hausnummer. Da könnte ich mich dran gewöhnen, 7 Szenarien mit jedem neuen Fahrzeug. Jetzt geht's nach Northfleet. Strut müsste hier hinten der Abzweig da sein. Gravesend, Ingham, Strut. Oh nein, Strut ist gar nicht so weit weg mehr. 18 Minuten. Na, wir lassen uns mal, wie gesagt, überraschen, was da jetzt genau auf uns zukommt. Fahr es raus. Wir müssen wieder eine Minute warten.
So, die SIFA müssen wir betätigen, lustigerweise. Ich glaube das doch hier alles nicht. So, wir machen uns wieder fahrbereit. Bremsen sind schon mal lösen. Wir können die Schotten zumachen. Jetzt geht's dann. Über den Abzweig sind wir jetzt schon. Aber ich glaube nicht, dass wir dafür tatsächlich dann wirklich 20 Minuten brauchen. Warte, wieder bin ich wieder auf Mückenjagd hier. Fünf Meilen. Auch wieder sehr großzügig die Fahrzeit an der Stelle. Ja, ich drücke ja schon. Ich bin ja noch da. Aber können wir abschalten, lassen rollen. Irgendwas zum Signal 30. Bremsen wir mal ein bisschen runter. Da brauchen wir gar nicht so doll bremsen. Das ist ein sehr, 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 sehr einfach zu bedienendes Fahrzeug, muss man dazu sagen. Aber das ist aber bei modernen Triebfahrzeugen, sind wir ja inzwischen dran gewöhnt. Alle zusammen. Bremsen wir ein bisschen runter. Die 30 dann da vorne erreichen. Dann sind wir schon Gravesend. Das sollte eigentlich schon eine. Ne, Hickham kommt noch dazwischen. Und dann kommt Strut. Dann machen wir den Kopf. Ganz lange Liste hier. Können wir ganz viele Erfahrungspunkte sammeln. Ist doch nett. Mal gucken, wo ich nachher meinen Thumbnail herkriege. Vernachlässige ich nämlich in letzter Zeit so ein bisschen mit den Thumbnails zu machen. Ich habe für die linke Rheinstrecke, glaube ich, nämlich auch kein Thumbnail jetzt für das Video, was am Donnerstag kommt. Aber das kann ich ja noch nachholen. Ich habe ja morgen natürlich noch Zeit. Und mein Großprojekt Transportführung muss ich auch noch umsetzen. Mein Güterbahnhof, den ich da geplant habe. Das wird eine riesen Herausforderung, sage ich euch. So, Türen entriegeln. So, oh, jetzt haben wir eine leichte Verspätung. Werden wir gleich mal wieder rausfahren hier. Aber wir müssen ja mal warten, bis die Türen zu sind. Und dann können wir Gas geben.
machen jetzt erstmal einen gemütlichen 60. Da stehen die 50 im Gleis. Da ziehen wir den Zug noch dran vorbei mit seinen 140 Metern. 173 Yard. Also sind ja nicht ganz 140 Meter, der achtteilige Zug. Jetzt einmal 4 Meilen hier richtig Gas geben. Das ist so das beste Stück mit der Regionalbahn hier, weil wir da wirklich 4 Meilen mal einfach Vollgas geben können. Und dann kommen auch gleich die 70. Wenn wir den Hebel richtig auf den Tisch packen. Quasi jetzt haben wir sogar 6% Gefälle. 0,6%, 6 Promille. So. Weil wir alles an Richtigkeit hier haben. Und Regen gibt's auch noch, gratis obendrauf hier. Das ist doch nett. Jetzt müssen wir beim Bremsen mal gucken, ob sich das auf die Bremsen auswirkt. Ich glaube, ich bin das Ding im Regen noch gar nicht gefahren. Zwei Meilen noch und immer noch 3 Minuten. Da lasse ich rollen. Da mache ich mir keinen Stress. Wir haben immer noch eine Meile und wir haben immer noch 2 Minuten Restzeit. Ey, Wahnsinn. Ja, schönes Szenario. Wir gucken mal nachher. Wir sollen in Strutt um 50 erst wieder abfahren. Ich glaube, ich denke, wir werden hier gleich eine kleine Pause einlegen müssen. Oje, oje. Sehr, sehr makabres Szenario hier an der Stelle wieder. Ja, ich bin noch da. Geht mir noch nicht auf die Nerven. Da tut man Schalter. Na, dann bremsen wir schon mal langsam ab. Also wir sollen um 40 in Strutt sein und um 50 wieder abfahren. Da müssen wir 10 Minuten lang uns in Strutt beschäftigen. Da habe ich natürlich das Problem, dass wir noch nicht mal Collectibles in Strutt suchen könnten oder müssten, weil ich hier auf der Strecke schon alle habe, zumindest auf diesem Zweig von der Strecke. Und das Wasser hat mal gar keine Auswirkungen. Oh, da merkt man es jetzt. Ein bisschen Gleiten haben wir gehabt.
Oh, den Sander benutzen. Da gibt es sogar Erfahrungspunkte. Sehr schön. Tür auf. Dann warten wir mal wieder 1,5 Minuten. So, noch 1 Minute. Machen wir die Türen zu. Und dann geht's nach Strut. Unser letzter Halt heute. Auf der Hinfahrt. Wir sollen ja noch zurückfahren. Wir sind jetzt 27 Minuten unterwegs. Mit 10 Minuten Standzeit. Ja, so kann man die 120 Minuten natürlich voll machen. Das geht. Durchaus. Einmal durch die 2 Tunnel hier. Ich glaube, es sind 2. Was wird, ist auch ein bisschen Zeit. Schon mal rollen lassen, davon ist nur 15 Meilen erlaubt. So, da haben wir jetzt die Langsamfahrt angekündigt bekommen, dann bremsen wir mal langsam runter. Ah, lassen wir noch ein bisschen rollen, die 5 Meilen sind noch in der 700 Yard haben wir da noch. Die 100 Yards sollten reichen, um auf 15 runterzukommen. Und da ist er wieder, der Regen.
Ich bin mal gespannt, was wir. Wir müssen ja den Zug hier irgendwie wegstellen, oder? Wir können doch eigentlich nicht hier stehen bleiben auf dem Gleis. Weil das ist ja ein durchgehendes Hauptgleis, da können wir nicht einfach stehen bleiben. Jetzt bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Okay. Räumen wir nochmal nach vorne. Das S ist ja noch ein bisschen hin an dem Bahnsteig. Da vorne haben wir es. Ich bin jetzt eh verspätet, warum auch immer. Einmal quittieren das Ganze. Aber das Gleis geht auch geradeaus. Da bin ich noch nie hingefahren. Geht jetzt hier ab. Okay, jetzt bin ich mal echt gespannt, was hier passiert. Lassen Sie alle Fahrgäste aussteigen und machen Sie sich bereit für die Rückfahrt. Aber ich fahre doch nicht von hier zurück. Also die Weiche ist gerade ausgestellt. Doch, ich fahre da raus. Oje, oje. Dass ich das noch erleben darf, dass hier irgendwelche Seitenstrecken mal benutzt werden für irgendwelches... für irgendwelchen Kladderadatsch, das ist ja eine ganz neue Geschichte hier. Also jetzt bin ich hart überrascht. Ah, jetzt habe ich mir noch eine Zwangspension eingefangen. Kann doch nicht wahr sein. Weil ich verkehrten Knopf gedrückt habe. Mal kurz warten, bis da vorne das BR kommt. Dauert immer einen Moment. Na komm, mach hinne. Guck mir das BR. Das dauert immer so ewig lange. Das ist Wahnsinn. So, da ist es, das BR. Das müsst ihr drücken, um euch aus der AWS zu befreien. Gut, dann ziehen wir mal die 200 Yarder noch vor. Wir haben ja noch 7 Minuten Zeit. Kopf machen ist ja relativ fix gemacht mit der Maschine hier. Dann ziehen wir mal vor hier. 200 Yard. So, rüsten Sie den Führerstand ab und wechseln Sie den Führerstand. Einmal die Vollbremsung, wir machen den Richtungswender auf neutral. Wir machen den Zugschluss an. Dann machen wir ABS und DSDS aus. Und dann können wir den ausmachen. Und dann gehen wir mal ans andere Ende. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir hier nur die erste Klassetür haben. Der restliche Zug ist komplett durchgängig, nicht wie bei anderen englischen Zügen, wo wir wirklich zwischen jedem Wagen zwei Türen haben. Das ist hier natürlich sehr, sehr angenehm. Endlos langer Schlauch, dieser Zug. Ah, da haben wir sogar noch eine zweite erste Klasse. Oho, vornehm, vornehm. Geht die Welt zugrunde in England. So, aufrüsten. Zack, bumm, zack, bumm. Den da an. Zack, zack. Und auf geht's. Oh, Signal ist noch zu.
Ja, ich drücke ja schon. Jetzt ist das Signal offen. So, auf nach Strut. So, 36 Minuten hat der ganze Spaß jetzt gedauert. Wie gesagt, um 50 sollen wir abfahren. Ihr seht das oben. Das wird sich jetzt noch ein bisschen ziehen hier. Dann fahren wir mal nur die Geschwindigkeit, die auch hier angesagt wird. So, wir bleiben auf dem Hauptgleis und da sollen wir jetzt tatsächlich 4 Minuten stehen bleiben bei dem, was hier an Zügen unterwegs ist. Das ist auch sehr, sehr mutig hier. Guck mal, da oben steht sogar schon einer, der rein will. Ne, der fährt raus, ne? Oh, wo ist die Lok? Eine Lok? Das gucken wir uns doch gleich mal in aller Ruhe an, was da oben jetzt rumsteht. Das würde mich jetzt doch nochmal interessieren. Wird wahrscheinlich ein Baustellenfahrzeug vielleicht sogar sein. Wir gucken mal, weil auf dem Abzweig soll ja gebaut werden. Davon haben wir jetzt ja hier erstmal nichts gesehen. Machen wir eigentlich so weit vor. Ja, machen wir die Türen auf. Und dann fliegen wir mal da hoch und gucken mal, was da oben auf dem Abzweig steht. So, Sie können den Dienst nach Dartford jetzt beginnen. Jawohl, ich bin auch schon dabei. Oh. Da steht... Schotter. Aber ansonsten sieht man hier nichts von Baustelle, oder? Nö. Weil hier oben wird ja auch keine Eisenbahn fahren, wenn hier... Aber Fahrgäste stehen da rum. Hat euch keiner gesagt, dass hier heute nichts fährt? Das ist ja Informationspolitik hier wie in Deutschland. Das ist ja Wahnsinn. Oder Scheibenwischer hinten ist noch an. Sehe ich gerade. Komm, wir haben Zeit. Dann gehen wir kurz nach hinten, machen den Scheibenwischer noch aus. Dann kriegen wir die Zeit wenigstens rum. Wo war der Scheibenwischer? So, jetzt ist er aus. Tür wieder zu. Diese DTG-Jacken, das ist auch so eine Krankheit hier. Eigenwerbung und so. Da kann man sich selber auf die Schulter klopfen mit so einem Blödsinn. Funktionieren eigentlich so eine Lampen beim Tür zu machen? Oder, wenn, also ich weiß, dass in Hamburg, da gibt es ja diese Lampen, die dann leuchten, wenn die Tür zugeht oder aufgeht oder offen ist. Ja, wir sind doch da. Reg dich nicht auf. Mal herausfinden. Mit der Knopf war's denn noch? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich habe noch nie die Tür mit der... Warte, wir gucken mal. Steuerung. Ne, nicht Controller. Große Tastatur habe ich. Türen. Müsste ja relativ weit unten sein. Ist ja nach ABC sortiert hier, der ganze Spaß. Tür links öffnen, schließen, Y. Okay. Nehme ich mal zur Kenntnis, dann beobachten wir das nochmal. Wenn wir jetzt gleich dann die Türen zumachen, dieses Licht hier, um das dreht es sich. Ob das dann ausgeht oder ob das an bleibt.
Und ob das überhaupt für die Türen ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Kann ja auch sein, dass, dass das gar nicht für die Türen ist. So, dann machen wir mal. Doch, tatsächlich, guck mal, ist ausgegangen. Sehr cool, oder? Das sind so diese kleinen Gimmicks, die halt viel, viel ausmachen, wenn sowas funktioniert. Man achtet da natürlich im normalen Spielfluss gar nicht drauf, aber es gibt durchaus ja Leute, die nach solchen Sachen suchen. Und das finde ich doch schon wichtige kleine Details. Müsste ich mal im Subway-Sim gucken, ob es das bei der Hamburger U-Bahn auch gibt. Aber das ist auf jeden Fall cool. Finde ich zumindest. Kann ja jetzt auch wieder jeder anders sehen. Jetzt sind wir 42 Minuten unterwegs. Ich würde mit einer Stunde 20 ganz gut hinkommen. Aber wir werden wahrscheinlich nicht so lange brauchen, bis wir wieder auf der anderen Seite sind. So, jetzt könnte man die 70 kommen hier. Gas geben kann. Auf geht's. Hebel auf den Tisch. Mal gucken, ob wir die 70 diesmal mal schaffen. Sieht aber gut aus. 63 haben wir schon. Muss man sich echt noch dran gewöhnen, dass das Ding im Gleichstromsystem halt echt eine Katastrophe ist. Das zieht halt die Wurst nicht vom Teller, aber der Javelin genauso. Halt, wenn man nur mit 750 Volt fährt, da hat die Straßenbahn hier bei uns in Ludwigshafen mehr Strom auf der Leitung. Aber eine sehr unspektakuläre Fahrt, außer dass wir da jetzt mal vorhin einmal rausgefahren sind und Kopf gemacht haben. Was ja anscheinend da öfter mal gemacht wird, sonst wäre das Sperrsignal nicht da. Oje, oje. Hab ich jetzt gepennt. Mal gucken, ob das noch reicht. Das sieht aber gut aus. War wieder so gewollt, Freunde. Sag's euch. Alles Absicht. Das war genau so geplant. Soll mal einer was anderes behaupten hier? So, das ist leichte Verspätung. Wir jetzt aber dann gleich hoffentlich wieder aufholen. Ja, noch ein Gas geben, immer warten. Rama, du musst warten, bis die Türen zu sind, sonst wird das nix. 4,4 bis Gravesend.
Und dann sind wir schon fast wieder auf der Nebenbahn da oben unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich über oder bei einer Stunde 20 annähernd überhaupt ankommen. Gibt es eigentlich auch noch andere Modi hier? Langsam. Dann ist kontinuierlich und dann haben wir noch einen schnellen Modus. Was ist das Backup? Gerade, dass so eine Sachen hier nicht funktionieren, wie zum Beispiel mit dem, dass man mal so Wasser vorne drauf, das was ja bei Sim Rail ganz gut funktioniert. Tatsächlich. Gibt es hier leider. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Da kommt ein Tieftaucher mit Arschbeleuchtung. Wie wir früher so schön gesagt haben. Gas rausnehmen. So, 2,4 Meilen, da kann ich jetzt rollen lassen. Gravesend. Dann geht's nach Northfleet. Eine Minute, also 11.01 Uhr sollen wir da sein und ankommen. Am Endbahnhof sollen wir um 11.23 Uhr, also 22 Minuten. Da könnten wir bei einer Stunde 10 doch rauskommen. Ganz knapp. Oh. Ah, die 30 sind ja erst vorangekündigt. Kein Stress. Die 50 hätte ich aber zumindest mal einhalten können. Aber langsam runterbremsen. Wir haben Zeit. Guck mal oben auf den Tacho. Bleib ich bei 40. Da anschließend. Ah, so viel zu tun. Die 100 Yard noch. Dann hoffe ich mal, dass die anderen Szenarien, die wir jetzt haben, noch ein bisschen interessanter werden als dieses hier. Das hier beeindruckt mich jetzt nicht gerade so. Da waren die ersten zwei dann doch fast interessanter.
Dieses Hin- und Herfahren im Szenario finde ich immer schlecht. Das machen wir im Fahrplanmodus oft genug. Da könnte man auch gerne mal Unregelmäßigkeiten einbauen oder irgendwelche Besonderheiten oder so. Bei Gestaltung der Szenarien, das ist aber schon seit es Trains in World gibt, ein Riesenproblem, dass da viel zu wenig Fantasie bei denen vorherrscht. Klar, ist immer ganz lustig, so ein Trampolin oder so einen Baum im Gleis liegen zu haben. Da haben sie sich bestimmt irgendeinen Regisseur aus Hollywood geholt, der das dann da ein Drehbuch für geschrieben hat oder so, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich so die Szenen, die sie in Fast and the Furious oder bei Mission Impossible nicht benutzen konnten, die werden dann hier umgesetzt. Zum Beispiel die Landebahn. 50 Kilometer lang ist. Weltberühmte. Dann 30 Sekunden warten hier. Da machen wir die Türen zu. Dann geht es jetzt hoch auf den Abzweig. Dürfen wir gleich wieder 70. Northfleet ist ja dann auf dem Abzweig. Dann kommen nur noch die drei oder vier Dorfbahnhöfe. Oder Haltepunkte. Ich werde schon wieder rollen lassen. Guck mal oben wieder. Ah ja, der Fahrplan. Also jetzt die Stationen hinter uns, die waren schon ein bisschen knapper zu erreichen. Aber jetzt nach vorne hin ist das echt so, ja, ein bisschen sehr großzügig gestaltet. Würde ich es jetzt mal vorsichtig nennen. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass wir hier ein bisschen langsamer fahren sollen. Ah, da ist der Abzweig, wo es runtergeht auf die Schnellfahrstrecke. Dieser hier. Da waren wir ja gestern im Livestream unterwegs. Einmal zum Schluss habe ich ja den Javelin noch gefahren. Oder vorgestern, wenn ihr dieses Video seht, war es ja vorgestern. Leute, jetzt eine Schnellbremsung gemacht. Hä? Doof. Was soll denn das? So lange habe ich noch den Knopf gar nicht nach vorne gedrückt.
Ah ja, fahren wir noch am Bahnsteig hier hinten. Gibt jetzt natürlich ordentlich Minuspunkte. So, jetzt gehen wir mal nochmal an die Lampe, wenn ich die Türen aufmache. Ist doch mega, oder? So eine kleinen Details. Dass auf sowas auch mal geachtet wird. Und wieder eine Minute Wartezeit gleich. So, kann ich mal kurz gucken. Vielleicht ist der TSW-Tracker ja schon aktualisiert worden. Nein, ist noch nicht drin. Die Class 700. Das dauert immer so 2-3 Tage, bis die dann eingepflegt werden, die neuen Fahrzeuge. Ja, ich bin doch da. Mach doch keinen Stress. Ups, Entschuldigung. Haben wir die Wartezeit versucht irgendwie zu überbrücken. Hopp. Ja. Machen wir die Schotten zu. Yay, tatsächlich mein Edinburgh-Video ist heute online gegangen. Ich sehe es jetzt hier gerade. Vorbereiten, dann wollen wir die Türen öffnen. Da hört ihr es mal kurz im Hintergrund. Falschen Türen geöffnet. Einfach mal ein Däumchen nach oben. Für mich selber. Ich feiere mich selber. Da bin ich ganz gut drin, ne? Das mache ich so wieder aus. Jetzt habe ich es kontrolliert. Reicht auch. So, ich gebe gar nicht mehr Gas. Guck mal oben auf die Zeit. Wir sind ja fast schon da und wir sollen um 11 Uhr überhaupt erst abfahren da. Nehmen wir jetzt hier mal ein paar Minütchen. 3 Minuten. 3,5. Das muss man jetzt nicht verstehen. Wir haben mal Zeit. Vielleicht habe ich hier noch das ein oder andere Collectible zusammen. In dem Bahnsteig hier. Gucken wir doch mal. Was denn hier so los ist. Ein Zaun haben wir repariert. 26 von 25. Haben sie bis heute auch noch nicht gefixt. Dass die Collectibles hier ja mehr geworden sind. Als sie ursprünglich mal waren. Auf dem Bahnsteig haben wir nichts. Gehen wir mal auf die andere Seite. Wir haben immer noch genug Zeit. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ich glaube, noch nicht mal im TSW-Tracker sind die Collectibles angepasst. Ich guck gerade mal. South Eastern High Speed. Muss ich mal einen Namen sortieren, dann ist es einfacher. South Eastern High Speed. Ne, sind selbst auf dem TSW-Tracker stehen immer noch 100. Ja, da würde ich sagen, reingeschissen. Liebe Kollegen bei DTG, das muss auf jeden Fall mal gefixt werden.
Ist meine Meinung zumindest mal. So, da haben wir Newspaper. 28 von 25. Da haben wir ein Achtungsschild. 26 von 25. Läuft bei mir. Ich finde hier Sachen, die es gar nicht gibt. Haben wir sonst noch irgendwas? Gehen wir mal rüber. Immer noch anderthalb Minuten Zeit. Ja, guck mal hier. So macht man das natürlich. Wenn ich komme, wird der Regenschirm aufgeklappt. So gehört das. Hallo, mach Platz hier. Was gibt's hier? Eine Keilerei, Freunde. Ist voll aufs Maul. Trains to Deptford, Woolworths in Greenwich in London and Gravesend to Medway Towns. Okay. Da haben wir doch eine Streckenkarte. 30 von 25 sogar. Das gibt's doch alles gar nicht hier. Das gibt doch alles Erfahrungspunkte. Natürlich nicht. Ja, mit dem Piepen kannst du auch aufhören. Aber dann können wir gleich weiterfahren. Ich hoffe, dass das jetzt sich hier nicht an den anderen Stationen auch nochmal so zieht. Wird aber darauf hinauslaufen. Mal gucken, wir sollen um 15 Uhr hier erst abfahren, ankommen. Und ich glaube, 1,2 Meilen sind es bis zum nächsten Bahnsteig. Das werden wir gleich sehen. Dann machen wir die Schotten mal zu. Mehr Gas gebe ich nicht. Dann stehen wir da wieder ewig lange. Aber dann können wir da auch nochmal Collectibles suchen. Warum nicht? Dann kommt noch Stone und dann sind wir schon wieder in Deptford. Stone, ja, es sind aber noch nicht mal eine Meile dazwischen. Ne? Also das ist... bin ich nicht so richtig mit einverstanden mit dem Fahrplan hier. Von diesem Szenario. Das ist merkwürdig. Noch ein bisschen Krach, weil es Spaß macht. Ganz gemütlich ranfahren. Bloß keinen Stress aufkommen lassen, ist schlecht fürs Herz. Gucken wir mal beim Reinfahren, ob wir hier irgendwas entdecken. Kaputten Zaun habe ich jetzt hier nicht entdeckt. Auch kein Achtungsschild. Da ist nichts an Collectibles zu sammeln. Zeitung haben wir hier schon. Dann gucken wir doch mal, vielleicht finden wir da noch was. Oh, jetzt bin ich ein bisschen weit gekommen. So, heute Ausstieg nur aus Wagen 2 bis 7. Oder 2 bis 8. Türen auf. Ist schon traurig, dass man sich so ein bisschen Zeit vertreiben muss mit rumlaufen, weil die Wartezeiten halt so krass lange sind. Ja, das finde ich eher unpraktikabel. Immer. Streckenkarte haben wir, Zeitung haben wir. Aufzug geht nicht. Ich habe es jetzt nur auf eine DLC, das ist Edinburgh Glasgow. So, was haben wir hier Schönes? Ein Warteräumchen. Ein Achtungsschild haben wir da. Wuhu! Da haben wir nichts.
Könnte irgendwo noch ein kaputter Zaun sein hier unter Umständen. Noch Platz. Und von Eisenbahn. Bin King Eisenbahn. So, hier ist nichts mehr kaputt. Wollen wir mal einmal fachgerecht die Schienen überqueren. Wie sich das gehört als schlechter Lokführer. Was sind das eigentlich? Pokerchips oder was? Ah, ich weiß, was das ist. Knallkörper. Die Dinger da. Knallkörper. Die werden auf die Schienenköpfe draufgelegt, wenn man eine Havarie hat, damit ein Zug, der hinten dran fährt, dann weiß, dass dort vorne gleich ein Hindernis kommen könnte. So, auf nach Stone Crossing. Um 18 sollen wir da sein. Ganz gemütlich rollen. Ich habe meinem Arzt immer gesagt, Stress ist schlecht fürs Herz, ne? Hier in dem Fahrplan haben wir auf gar keinen Fall mal Stress. Ich glaube, der stressigste Fahrplan, den wir bis jetzt überhaupt hatten, war wirklich der von der Orosa-Linie, bevor er gefixt wurde. Weil der war überhaupt gar nicht einzuhalten. Da konntet ihr machen, was ihr wolltet. Das war einfach nicht möglich, den einzuhalten. Und wieder 1,5 Minuten Wartezeit. Die nutzen wir natürlich auch hier wieder aus. Hauptsache wir bleiben in Bewegung. Das ist Fitness. Eisenbahner-Fitness nennt man das Ganze dann. Suchen wir einen Diesel. Aber was ist hier so laut? Ach, eine Baustelle, okay. Oh, eine Streckenkarte. 31 von 25 haben wir dann schon mal gefunden. Hui, hin und her, hier. Attacke die Schweinebagge. Oh. Wir sind Lokführer, wir dürfen hier rüber. Da haben wir nochmal Newspapers. Und dann machen wir es mal wieder langsam fahrbereit hier. Bremse ist schon gelöst. Wunderbar. Und dann geht's an die letzte Haltestelle. Oder unser letzter Haltepunkt. In diesem Fall ein Bahnhof, nämlich Dartford. Und da sollen wir dann nichts mehr machen, ne? Ankommen und dann muss ich mal gucken, wie lange sind wir jetzt unterwegs? 1 Stunde 9 Minuten, also 1 Stunde 20, gar nicht so abwegig. Habe ich mich zwar drüber lustig gemacht, aber das passt zum Großen und Ganzen. Ich muss hier die Tür mal zumachen. Scheint ja zu passen. Auf geht's. 1,9 Meilen. Brauchen wir gar nicht anstreben. In 0,6 Meilen sind eben noch 50. Also wir ankommen um 23. Ich lass rollen. Nee, es sind 1,6 Meilen. Das wird sonst ein bisschen sehr eng.
mal. Na, 40 dauert noch ein bisschen, 0,7 Meilen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein Szenario ist, aber das haben sie inzwischen ganz gut im Griff, wo man dann wirklich noch bis zur ursprünglichen Uhrzeit warten muss, bis das Szenario dann beendet wird. Aber eine Stunde 20, also jetzt sind wir bei einer Stunde 11, das kommt schon ganz gut hin. So, eine Punktlandung mit der KMH. Oh, aber jetzt kommt da vorne 20. Ja, die waren natürlich wieder nicht vorangekündigt. Wenn ihr hier die Geschwindigkeiten einhalten wollt, dann müsst ihr echt das alles auswendig lernen. Sonst habt ihr hier null Chance, irgendwie die Streckengeschwindigkeiten einzuhalten. Aber der Zug hier, der fährt ja weiter. Der endet ja nicht hier. Der müsste eigentlich noch vorne dran stehen. Nee, der hält in Dartford. Aber warum schon wieder auf dem durchgehenden Hauptgleis? Warum lasst ihr da Züge enden? GTG, das gibt's doch gar nicht. Wir sind ja hier oben auf dem Gleis gestartet. Verstehe ich nicht sowas. Mann! So, hier hat die AWS nicht gefehlt. Das ist doch bestimmt ein Kino, das Gebäude hier nebendran. Wie das ausschaut. Gucken gleich nochmal. Müssen ja die Fahrgäste eh noch rausschmeißen. Das ist doch bestimmt ein Kino. Oder? Wie das ausschaut. Naja, wir sind am Ziel angekommen. Fahrgäste rausschmeißen noch. Und dann soll es das mal für heute gewesen sein. Dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich morgen mit Trains in World. Hier auf diesem Kanal. Wenn ich es schaffe, Videos aufzunehmen, ist natürlich immer die Voraussetzung. Da sollen wir noch bis 11.23 Uhr warten. Ja. Haben sie es angelegt, sonst nicht interessieren. Hier haben wir eine Streckenkarte, die wir schon aufgehängt haben. Ein Achtungsschild haben wir da. Und haben auf der Seite noch irgendwas? Nein. Ja, weiter kicksen, ob wir hier noch was haben. Da hinten haben wir unter Garantie nichts. Newspaper haben wir schon. Einmal runter hier. Und Schluss aus, vorbei. Und den noch mitnehmen. 29 von 25. Gut gemacht. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Wir haben es geschafft. Dieses Szenario ist dann auch beendet. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und bedanke mich bei euch fürs hoffentlich zahlreiche Zuschauen. Ihr dürft morgen oder in der nächsten Folge dann auch gerne wieder einschalten. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch unter Garantie nichts mehr. Ihr dürft auch sehr gerne in den Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Denkt an den Daumen nach oben. Und ganz wichtig, wer von euch noch nicht auf dem Discord ist, gerne dort auch mal vorbeischauen. Für alle von euch, die Mitglied werden wollen, ihr bekommt jetzt dort demnächst die ersten Goodies geliefert. Für die bestehenden Mitglieder und natürlich auch für alle, die noch Mitglied werden. Und ihr bekommt im Discord entsprechend auch einen separaten Raum nur für euch. In dem Sinne, euch jetzt noch einen schönen Abend und von mir natürlich wie immer gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.